Big News. Die Solarpflicht ist coming. Baden-Württemberg hat sie als erstes Bundesland seit dem 1. Mai 2022 für neue Wohngebäude offiziell eingeführt. Doch was ist die Solardachpflicht überhaupt? Wie viel Solarenergie ist in Deutschland potenziell möglich? Und warum gibt es überhaupt eine Solardachpflicht? Das beantworten wir euch in folgendem Video. Was ist die Solardachpflicht? Deutschland ist ein Sonnenland. Klingt komisch, ist aber so. In manchen Gebieten scheint die Sonne sogar über 1000 Stunden im Jahr. Und das merkt man natürlich auch bei der Stromerzeugung. In Deutschland gibt es jetzt schon rund 2 Millionen Photovoltaikanlagen. Und die liefern im Jahr rund 50 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das klingt erstmal richtig viel, ist es aber gar nicht. Allein auf unseren Dächern wäre Platz für 5-mal mehr Solarstromerzeugung. Wenn wir uns alle Gebäudeflächen zusammen anschauen, werden in Deutschland aktuell gerade mal 2,5% des Potenzials für Solarenergie genutzt. Viel verschenkte Energie also. Seid ihr vielleicht gerade selbst dabei, ein Haus zu bauen? Dann gilt, Solaranlage nicht vergessen. Denn auch bei den Neubauten ist noch viel Luft nach oben. Hier in Hamburg zum Beispiel werden nur rund 10% der Dächer genutzt, obwohl es an Fördermöglichkeiten für Solaranlagen nicht mangelt. Ihr seht also, das Potenzial zur Solarenergieerzeugung ist riesig und wird leider noch nicht wirklich ausgeschöpft. Deswegen wird diskutiert, Solarenergie bei Neubauten in Deutschland zur Pflicht zu machen. Das Ganze heißt deshalb Solardachpflicht. Die ersten Bundesländer haben eine Solardachpflicht für 2022 schon beschlossen. Zum Beispiel Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz soll es 2023 endlich soweit sein. In den restlichen Bundesländern werden Pläne für eine Solardachpflicht bisher nur diskutiert. Eine bundesweite Regelung, die die Unterschiede zwischen Neubauten gegenüber Sanierungen oder privaten und gewerblichen Gebäuden einheitlich regeln würde, gibt es bisher nicht. Es entsteht also gerade ein Flickenteppich aus länderspezifischen Vorgaben zur Solarnutzung. Wie viel Solarenergie ist in Deutschland möglich? Dass wir unsere Dächer für die Solarenergie nicht genügend ausschöpfen, wissen wir ja jetzt. Aber wie viel geht denn noch? Welches Solarpotenzial haben wir auf den deutschen Dächern? Eins ist natürlich klar, nicht jedes Dach ist auch gleich für Solarenergie geeignet. Auf manchen scheint die Sonne zu wenig, auf anderen ist die Installation zu teuer. Trotzdem ist das Potenzial riesig. Schon 2015 standen 1600 Quadratkilometer Dachflächen für die Solarenergienutzung bereit. Das entspricht einer Fläche von, haltet euch fest, 225.000 Fußballfeldern und rund 250 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom. Passende Dächer sind also in Hülle und Fülle vorhanden. Unser Anspruch an eine Solardachpflicht. Um diesem Flickenteppich entgegenzuwirken, fordern wir deshalb bundesweit eine Solardachpflicht für alle Neubauten. Hausbesitzende sollten bei so einer Pflicht dann entscheiden können, ob sie eine PV-Anlage selbst installieren oder ihre Dachfläche zur Verpachtung eintragen wollen. Ihr würdet dann mit eurem Dach in einem sogenannten Verpachtungskataster gelistet sein. Das heißt, eure Dachflächen können für den Bau und Betrieb einer PV-Anlage von Dritten gepachtet werden. So würde nicht nur der Bau neuer Solaranlagen auf den deutschen Dächern boomen, sondern auch die günstigere und klimaneutrale Versorgung mit Solarstrom vom eigenen Dach. Win-win-Situation sozusagen. Wenn die Solardachpflicht auf euch zutrifft oder ihr euch generell für eine Solaranlage interessiert, dann lasst euch doch ein individuelles Angebot für eure PV-Anlage erstellen. Den Link zu unserer Beratung findet ihr in der Videobeschreibung.